Willkommen zu diesem Überblick über den Crashkurs in erlebter Beratung und die 8 Module dieser Fortbildung. Ich bin Michael Mari, Berater und Autor von mittlerweile fast 40 Büchern. Die spezielle Beratungsmethode, die ich in dieser Fortbildung vermittle, habe ich in den letzten 40 Jahren entwickelt. In den Jahren 2008 und 2010 habe ich sie in 8 Paarberatungssendungen der öffentlichen TV-Anstalten NDR und SWR angewendet und es gibt ein Buch zum Thema. Ich biete die Fortbildung seit 2007 jährlich an. Sie richtet sich an Therapeuten und Berater, die mehr erlebte Elemente in ihre eigene Arbeit integrieren wollen oder an im Bereich der Beratung Tätige, die komplette Beratung auf Grundlage dieser Methode aufbauen wollen. Welches sind die Inhalte der Fortbildung? In den 8 Modulen werde ich detailliert die Theorie der erlebten Beratung, ihre systemische Sichtweise, ihre grundlegenden Annahmen und Haltungen und vor allem das Konzept der im Problem enthaltenen Lösung darlegen. Die Fähigkeit vermitteln, sogenannte Figuren, also psychische Subsysteme, zu erkennen, zu benennen und damit umzugehen. Vermitteln, wie man Figuren verkörperlicht. Vermitteln, wie man Figuren verräumlicht. Auf die Besonderheiten der Paarbeziehung und der Paarberatung eingehen. Ebenso auf die Besonderheiten der Singleberatung. Die Handhabung konkreter Instrumente und Werkzeuge der erlebten Beratung demonstrieren und im kompletten Fallbeispielen die Anwendung der erlebten Beratung in der Praxis demonstrieren. Dabei werde ich die Möglichkeiten des E-Learning voll ausschöpfen. Beispielsweise werden Sie Videosequenzen zu Figuren, verräumlichen, verkörperlichen und aus Beratungen sehen. Mach mal so bleiben, ja? Also sehe ich jetzt den Konflikt zwischen euch? Ja. Ja. Audiosequenzen hören, zum Beispiel um Doppelsignale besser zu identifizieren. Ich bin nicht wütend. Grafische Darstellungen bestimmter Darstellungen sehen. Kleine Aufgaben gestellt bekommen und deren Lösung erhalten. Und bei ganzen Beratungen zuschauen können. Das Ganze wird also eine sehr lebendige Angelegenheit. Kommen wir nun zur Beschreibung der Methode. Wozu erlebte Beratung und was ist darunter zu verstehen? Was ist Ihre Aufgabe und womit befasst die Methode sich? Und wie unterscheidet sie sich von anderen Beratungs- oder Therapieansätzen? Kurz und theoretisch formuliert ist die erlebte Beratung eine Methode zum Umgang mit psychischen Subsystemen, also mit den psychischen Anteilen einer Person, die an dem jeweiligen Problem beteiligt sind, wegen dem jemand eine Beratung aufsucht. Die Aufgabe der erlebten Beratung besteht darin, mit den ganz normalen und unvermeidbaren Schwierigkeiten des Lebens umzugehen, also mit Problemen, mit psychischen Störungen, mit menschlichen Konflikten, mit Paarproblemen oder am Arbeitsplatz und natürlich mit Lebenskrisen. Die erlebte Beratung befasst sich nicht mit der Heilung psychischer Krankheiten, obwohl ihre Ansätze auch im therapeutischen Bereich sinnvoll verwendet werden können. Die Methode geht dabei lösungsorientiert vor, setzt aber am jeweiligen Problem an. Warum? Weil sie davon ausgeht, dass Probleme stets ihre eigenen Lösungen enthalten. Es kommt in der Beratung daher darauf an, diese bereits unbewusst eingeleiteten Lösungsansätze zu erkennen und zu unterstützen. Diese Perspektive weist 2 grundsätzliche Vorteile auf. Erstens, für den Berater ist es erleichternd, keine Lösung präsentieren zu müssen. Er kann entspannt danach forschen,
wie die jeweilige Lösung im Problem des Klienten enthalten ist. Und zweitens, für Klienten entfällt jeder Anspruch an sogenanntes persönliche Wachstum oder an personale Vervollständigung. Sie müssen nirgendwo hin, sie können an ihren eigenen Lösungsansätzen anknüpfen. Auf welche Weise befasst sich die erlebte Beratung nun mit Störungen, Problemen oder Krisen? Kurz gesagt wendet sie sich der detaillierten Erforschung psychischer Vorgänge zu. Das ist zuweilen nötig, denn die Psyche ist ein unüberschaubares Gebiet, über das es keinen Überblick gibt. In ihr spielen sich zuweilen rätselhafte oder gar leidvolle Vorgänge ab. Wer nun ein Problem oder eine Störung erlebt, dem ist gewissermaßen der Überblick oder der psychische Zusammenhalt verloren gegangen. In seiner Psyche spielen sich Dinge ab, die nicht zueinander passen. Und wie drücken Klienten so etwas aus? Sie sagen beispielsweise, es schlagen zwei Seelen in meiner Brust, der Boden ist mir unter den Füßen weggebrochen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich erkenne mich nicht wieder, ich bin am Ende und so weiter. Klienten beschreiben demnach verwickelte innere Vorgänge, das mehr oder weniger große Chaos, das sich in ihrer Psyche abspielt, und sie wünschen sich, dieses Chaos aufzulösen. Um dieses Anliegen zu unterstützen und die inneren Vorgänge klarer zu erkennen und neu zu ordnen, benutzt die erlebte Beratung eine bestimmte, sehr spezielle Vorgehensweise. Sie macht innere Vorgänge äußerlich sichtbar. Sie bringt das, was sich auf der inneren Bühne, der psychischen Bühne, abspielt, auf eine äußere Bühne, also in den physischen Raum, in dem die Beratung stattfindet. Das tut sie, wie der Name schon sagt, indem sie erlebte Elemente nutzt. Damit geht sie über Gespräche hinaus, indem sie andere Wahrnehmungsebenen als die verbale Ebene mit in die Erfahrung einbezieht. Hierzu gehören beispielsweise Verhalten, Körperhaltungen und Raumpositionen, Gefühle, Töne und Stimmlagen, Gesten. Jemand, der auch mal seine Meinung sagt. Und jetzt machst du diese Geste, der seine Meinung sagt, ne? Ja. Mach die Geste nochmal. Jemand, der seine Meinung sagt. Der auch mal mit der Faust auf den Tisch haut. Hau nochmal mit der Faust auf den Tisch und sag ein paar Sachen dazu. Will auch mal jemand sein, der mal mit der Faust auf den Tisch haut, der seine Meinung sagt, dessen Meinung auch wichtig ist. Und ich habe auch eine Meinung und die soll halt dann nochmal auch respektiert werden. Und so weiter. In der Anwendung dieser Elemente und der lebendigen Art und Weise, das zu tun, liegt das Besondere der erlebten Beratung. Ihre Interventionen bringen bislang übersehene Informationen hervor, die zur Beratung genutzt werden und die in Gesprächen oft unbeachtet bleiben. Es genügt nämlich selten, eine rationale Bewusstheit zu fördern, wie sie durch Gespräche erreicht wird. Um zu umfassenden Veränderungen zu gelangen, ist es meist nötig, auch emotionale oder körperliche oder Beziehungsbewusstheit zu aktivieren. Das ist schwer, wenn man lediglich auf dem Sofa sitzt und miteinander spricht. Übrigens, die Methoden der erlebten Beratung sind nicht mit den von Aufstellungen oder anderen Ansätzen, etwa der Arbeit mit dem Stuhl oder Psychodrama, zu verwechseln. In der erlebten Beratung werden die erlebten Elemente ausschließlich dem Verlauf der Beratung entnommen. Absolut nichts wird dem Klienten vorgegeben. Das wird später noch deutlicher werden. Noch ein paar Worte dazu, was die erlebte Beratung nicht ist und was sie nicht tut. Sie geht nicht klassifizierend vor. Im Unterschied zu vielen anderen Methoden bedarf sie keiner Persönlichkeitsmodelle oder Diagnosen. Sie folgt keinen Behandlungskonzepten und verfolgt keine Zielvorstellungen. Sie geht nicht davon aus, dass Klienten krank oder entwicklungsgestört oder beziehungsgestört sind. Und sie hat auch kein Konzept von Normalität, Gesundheit und einem irgendwie richtigen Leben. Warum nicht? Weil sie diese Orientierungen nicht braucht. Für psychisch kranke Menschen, also solche, die ihr Leben selbst nicht bewältigen können,
Mögen klassifizierende Vorgehensweisen, wie sie in der Psychiatrie oder Psychotherapie zur Anwendung kommen, hilfreich sein. Wenn auch hierzu kritisch angemerkt werden kann, dass sich die Psychotherapie, seit sie in das medizinische System eingegliedert wurde, nicht nur für psychische Erkrankungen für zuständig hält, sondern sämtliche Lebensprobleme mit Krankheitswert versieht und die Menschen auch noch das richtige Leben lehren will. Hierzu habe ich ein Buch geschrieben. Wer sich für das Thema interessiert, kann dort mehr zu dieser fragwürdigen Entwicklung finden. Nun, was wird Ihnen die Fortbildung bringen? Wenn Sie den Crashkurs mit all seinen Modulen durchlaufen haben, werden Sie in der Lage sein, Elemente der erlebten Beratung in Ihre eigene Arbeitsweise aufzunehmen und so Ihre Arbeitsweise zu bereichern. Zugleich werden Sie in der Lage sein, komplette Beratungen von Einzelnen oder Paaren auf Grundlage der erlebten Beratung durchzuführen. Darüber hinaus werde ich jährlich Praxisworkshops anbieten, in denen ich, wenn Sie Lust haben teilzunehmen, persönlich für Sie da bin und in denen Sie Ihre Erfahrungen in der Methode vertiefen können. Soweit der Überblick. Ich würde mich freuen, Sie als Teilnehmer am Crashkurs begrüßen zu können. Übrigens, der Kurs ist in 8 Module gegliedert, die Sie einzeln erwerben können. Diese stehen Ihnen dann lebenslang zur Verfügung. Wenn Sie mehr Infos über mich und meine Arbeit suchen, gehen Sie bitte auf meine Homepage. Danke für Ihr Interesse.